Dann würde ich euch alle ganz herzlich willkommen heißen zur Abschlusssession, jetzt mittlerweile in der dritten Woche unseres Corporate Learning MOOC-Camps. MOOC-Camp deswegen, weil wir eigentlich einen MOOC machen, aber im Nachgang zu den Live-Sessions am Freitag immer auch nochmal ein offenes Barcamp anbieten, wo ihr Sessions einbringen könnt. Ich teile mal kurz meinen Bildschirm, dann könnt ihr das auch sehen. Dann würde ich euch das zeigen. Gerade hat schon jemand gesagt, er kommt jetzt gerade neu hinein in die Woche, ne, dass ihr wisst, wie ihr euch orientieren könnt. Also wir haben hier auf der Corporate Learning Community Seite unter colearn.de hier in der rechten Seite die Quick Links. Also da findet ihr quasi alle Links, die man braucht für die Woche. Immer auch die aktuelle Woche verlinkt, diese Woche mit Porsche zusammen, da hören wir gleich mehr dazu. Nächste Woche dann mit Fiesmann, da gibt es am Ende auch noch einen kleinen Ausblick. Wer noch gar nicht angemeldet sein sollte, vermute ich nicht, weil ihr alle hierher gefunden habt, die Anmeldung, den Blog mit der Infrastrukturbeschreibung, wie das MOOC-Camp abläuft. Eine Telegram-Gruppe, die wir für den Chat verwenden. Vielleicht hat es schon der eine oder andere gemerkt, in Teams ist es so, wir können zwar 250 Leute in die Videokonferenz reinnehmen, aber nur die ersten 100 so ungefähr, ist auch nicht immer gleich, kommen in den Chat. Deswegen verwenden wir die Telegram-Gruppe als Hauptort, wo der Chat stattfindet. Da könnt ihr da beitreten. Telegram ist so ein sicherer Messenger, da kommt ihr mit einem Link rein. Es gibt einen Lerngruppen-Marktplatz und auch den Marktplatz für die Barcamp-Sessions. Den zeige ich auch nochmal kurz, all dieweil da nämlich für heute erst eine Session drin steht. Also wer jetzt noch Ideen hat, Sessions anzubieten, tragt die gerne zum Lauf der nächsten 50 Minuten ein. Die letzten 5 Minuten machen wir den nochmal auf und zeigen, was es heute an Sessions eben geben wird. Genau, so viel dazu. Dann vielleicht zur Woche. Herzlich willkommen, habe ich euch schon geheißen. Wir nehmen auf, schaltet euch bitte stumm. Ich werde auch gleich, wenn ich fertig bin und dann an Matthias übergebe, einmal alle stumm schalten. Ihr kennt es ja wahrscheinlich jetzt aus dem Homeoffice. Wenn da im Hintergrund die Kaffeemaschine läuft und der Hund bellt, dann ist das immer ziemlich laut. Ihr könnt euch aber gerne melden und dann quasi sprechen, entweder mit Audio oder eben im Chat oder in Telegram. Da habe ich hier einen Blick drauf. Wenn da Fragen kommen, würde ich die entsprechend einmoderieren. Wir haben eine spannende Woche hinter uns. Wir haben mit vielen Methoden gearbeitet, die vielleicht im Learning gar nicht so typisch sind. Wir hatten ein Whiteboard, wir haben so Design Thinking-artige Prozesse gemacht. Es gab so eine Art Innovationswettbewerb. Es gab, was man vielleicht eher von Instagram oder aus Social Media kennt, einen Fotowettbewerb, wo ganz viele Leute Fotos eingereicht haben. Also da war schon ganz viel Neues dabei. Und wir werden auch heute jetzt nicht nur eine Zusammenfassung der Woche hören, sondern wir werden Live-Voting machen, wo die besten Ideen bewertet werden und auch nochmal kleine Impulse zu so Learning Nuggets, die es zusätzlich noch gibt. Damit will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und an den Matthias übergeben und gehe auch aus der Präsentation, dann könnt ihr reinschlüpfen. Hallo nochmal zusammen, auch von meiner Seite. Ja, jetzt sind wir schon in der Freitagssession, in unserer Abschlusssession. Leider muss man sagen, denn die ganze Woche war für uns super, super spannend. Ihr habt wunderbar mitgearbeitet, ganz tolle Reaktionen und Kommentare veröffentlicht zu dem Thema Lernräume bei Porsche. Wir haben ja relativ viel Input auch gegeben, viele diverse Themen auch angesprochen und uns hat es absolut ja, überwältigt, wie viel Traffic auch auf den einzelnen Kanälen, insbesondere auch auf dem Mural, was Matthias gerade schon erwähnt hat, dann drauf waren. Und deshalb nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle, die sich in dieser Woche beteiligt haben, beziehungsweise vielleicht auch einfach nur zugeschaut haben oder nur die Kommentare verfolgt haben, die Live-Sessions verfolgt haben. Wir sind auf jeden Fall total stolz auf die Kommentare und auf die Reaktionen von euch. Ganz, ganz großes Dankeschön. Und ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert über den Hashtag krasse Herde, aber es ist echt eine krasse Herde. Also Simon, was ihr da auf die Beine stellt, ist wirklich absolut sensationell, wirklich cool und Dankeschön dafür. Gerne. Jawohl. Wir haben so ein paar Fakten zusammengestellt. Der Simon hat es schon gesagt, wir haben relativ viel Kommentare, Traction überhaupt auf den Seiten gehabt. Es gab sehr, sehr viele verschiedene Medien, die wir auch eingesetzt haben. Und deshalb haben wir gesagt, wir würden gerne nochmal einen Überblick geben. So, was sind denn so die Zahlen, Daten, Fakten, wo wir euch vielleicht auch ein kleines Gefühl mitgeben können, wie die Woche für uns als Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen abgelaufen ist. Erstmal so ein
ein paar Fun Facts zu Mural. Wir hatten öfters mal reingeschaut und wir haben gesagt, weißt du was, wir machen mal so stichprobenartig. Jedes Mal, wenn wir aus Mural schauen, schauen wir, wie viele Personen drauf sind. Und im Durchschnitt hat sich das immer so zwischen 26 und 28 gehalten. Das heißt, 27 Personen haben durchschnittlich Mural zur gleichen Zeit genutzt. Wir haben dann letztendlich gestern Abend die Post-its auch zusammengezählt, die dort verwendet bzw. beschrieben wurden, Kommentare zusammengezählt, Ideen rausgeschrieben und es waren insgesamt 179 Kommentare und das ist wirklich sensationell. Wir haben gedacht, wir gucken auch mal auf solche Sachen wie, was ist denn die häufigst verwendete Farbe von Post-its auf Mural? Das war gelb. Und dann noch ein lustiger Fun-Fact, 96, das ist die Anzahl der Stunden seit der Live-Session am Montag, die wir gebraucht haben, um festzustellen, dass ein Screenshot als Hintergrund von Mural total ungeeignet ist, wenn man voten lassen will. Und zwar liegt das daran, dass dieser Screenshot wie Post-it gesehen wird, der da eingefügt wird, ein Material. Und im Grunde genommen, jeder, der ein Voting auf einen Kommentar gegeben hat gleichzeitig auf den Hintergrund gewotet. Und am Ende, als wir dann gesagt haben, wir stoppen jetzt diese Voting-Session gestern, haben wir festgestellt, dass die alle nur auf dem Hintergrund zu sehen sind und nicht mehr auf den Post-its. So, das einfach nur als Fun-Fact und Lesson Learned auch vielleicht für euch, wenn ihr gern mal ein Mural selber nutzen möchtet, in welchem Kontext auch immer. Es ist immer besser, das im Mural selbst zu bauen, diese Hintergründe, als jetzt irgendwie Screenshots einzufügen. Vor allem, wenn ihr noch was damit vorhabt. Noch ein schöner Funfact aus dem Chat. Sabine schreibt, ob 911 tatsächlich die Anzahl der Reaktionen ist, was sehr passend zu Porsche ist. Dazu kommen wir gleich. wir haben kurz noch zu den Teilnehmern am Montag. Wir haben 260 Teilnehmer in der Live-Session gehabt, haben Teams da wirklich an die Grenzen gebracht. Wir haben uns sehr gefreut, dass auch, zumindest was wir gesehen haben, mindestens 8 vertretene Fachbereiche von Porsche selbst dabei waren in der Live-Session und auch wirklich ein diverses Team an Firmen beziehungsweise an Vertretern von Firmen, die ihr hier sehen könnt. Natürlich waren noch sehr, sehr viele mehr da. Das waren einfach die, die wir herausfiltern konnten aufgrund der E-Mail-Adressen und Co. und was wir im Chat so gesehen haben. Deshalb datenschutztechnisch bitte hier nicht auf uns zukommen, sondern das ist quasi einfach nur ein Überblick. Fakten der Woche noch. Insgesamt haben wir 85 Blog-Kommentare auf unseren Seiten gehabt, was ich glaube auch so in die Richtung geht wie ZF letzte Woche. Wir hatten einen Traffic von insgesamt über 5000 Usern bzw. Klicks auf der Co-Learn-Seite auf unserer Page und für unseren Fotocontest wurden 25 Fotos eingereicht, sowohl auf Telegram als auch im Blog und dafür nochmal ganz herzlichen Dank an die große Teilnahme auch an dieser weiteren Challenge oder Aufgabe, die wir euch da gestellt haben. Und jetzt zu der Frage, 911 ist natürlich eine total zufällige Zahl. Wenn man alles zusammenzählt, die Telegram, die Interaktionen auf Telegram, auf den Blogs, auf Twitter, kommt natürlich exakt diese Zahl raus. So, jetzt gehen wir vielleicht mal auf die Inhalte des Wochenanfangs. Wir hatten ja am Dienstag die Frage dann gestellt, so im ersten Blogbeitrag, das Learning Lab, wofür und wie. Und haben da nochmal gesagt, okay, bitte gebt uns doch Kommentare dazu, was für euch ein Learning Lab ausmacht, sowohl für die Raumgestaltung als aber auch an Formaten beziehungsweise was die Zielsetzung für ein Learning Lab angeht. Und da muss man sagen, waren die Rückmeldungen sehr qualitativ, fand ich sehr, sehr hochwertig. So divers wie die Aufgaben waren aber auch die Rückmeldungen, das heißt teilweise auch kontrovers. Es ging darum, dass wir das Lab als zentrale Anlaufstelle integrieren sollten, beziehungsweise aber auch als eine dezentrale Anlaufstelle für beispielsweise auch direkte Produktionsbereiche gestalten können. Die ganz große Frage war eigentlich immer, wie können wir die direkt produzierenden Bereiche beziehungsweise auch Logistik und Entwicklung mit in dieses Learning Lab integrieren. Sehr nett fand ich dann auch den Kommentar oder den Hinweis, den Gedanken dazu,
das Lab vielleicht nicht als physischen Raum oder als virtuellen Raum zu sehen, sondern als ja, Prinzip des Lernens wurde es, glaube ich, genannt, war auch ein sehr schöner Hinweis. Von daher, man sieht schon, dass die Themen, die dort angesprochen wurden oder die Ideen, die uns mitgegeben wurden, sehr, sehr divers waren, aber eben auch wirklich nochmal das widerspiegeln, was wir mit dem Lab auch vorhaben, und zwar nicht nur einen physischen Raum zu geben, gegebenenfalls Satelliten dazu, einen virtuellen Raum, beziehungsweise auch einfach ja, Gedanken spielen zu lassen, dass das Learning Lab für uns eher ein Prinzip beziehungsweise ja eine Art zu denken ist, anstatt jetzt nur zu sagen, okay, das ist jetzt ein physischer Raum mit 230 Quadratmetern. Also das gibt uns auf jeden Fall nochmal sehr, sehr viel Futter, Gedankenfutter mit, und dafür ganz herzlichen Dank. So, jetzt würde ich gerne an die Katrin übergeben. Okay, dann machen wir mit dem Dienstag weiter. Was haben wir am Dienstag gemacht? Am Dienstag haben wir euch mitgenommen auf unserer Reise von einer ja, Wissenden zur lernenden Organisation. So haben wir ja am Montag auch eingeleitet. Und wir haben euch da in dem Blog nochmal vorgestellt, was wir unter einer dynamischen Lernkultur verstehen, welche Rollen wir da sehen. Wir haben da konkret nochmal die Hebel vorgestellt und haben uns konkret auf zwei Kernelemente, die aus unserer Sicht eine Schlüsselrolle einnehmen, fokussiert. Das Thema Growth Mindset und Learnability. Und in dem Kontext haben wir jetzt auch nochmal Leitfragen gestellt, wo ihr ganz, ganz aktiv in den Kommentaren wart. Und die Nadine hat eben schon gesagt, ich möchte da gerne nochmal anschließen. Wir sind wirklich begeistert, was ihr da für Rückmeldungen gegeben habt. Wir waren abends teilweise nochmal in Telefonkonferenzen intern, weil wir schon direkt wieder diskutiert haben und ganz, ganz viel auch gelernt haben. Zum einen hat mir diese Blog-Funktion nochmal gezeigt, wie wertvoll ein Blog und auch die Kommentare als Lernformat sind. Das aber nur am Rande. Es war toll zu sehen, was für hochwertige Kommentare da kamen. Also es zeigt, wie viele Experten hier wirklich mit in der Community vertreten sind. Also dafür vielen, vielen Dank. Warum haben wir das überhaupt gemacht? Wir haben das gemacht, weil wir gerade selber bei uns schauen, wie können wir das Thema Growth Mindset und Learnability in die Fläche bringen. Und da waren jetzt eure kontroversen Perspektiven nochmal sehr, sehr wichtig. Da haben uns auch nochmal teilweise provozierende Fragen geholfen, um die richtige Richtung zu denken. Wir sind gerade dabei, einen internen MOOC zu planen. Wir haben uns dort mit einem Startup zusammengetan, um das Lernen auch nochmal ja, anders zu betrachten, quasi ein Learning Lab MOOC, um auch an Nadines Punkt gerade nochmal anzuknüpfen, dass wir das Learning Lab nicht nur als physischen Raum sehen, sondern auch als Form zu arbeiten und auch zu lernen. Und da helfen uns unsere eure Beiträge sehr. Der MOOC ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Also wenn ihr noch Interesse habt, schaut gerne im Blog vorbei. Ich finde es wirklich sehr, sehr wertvoll. Wir haben zudem ja auch noch einen Fotocontest aufgerufen. Warum haben wir das gemacht? Dazu vielleicht gleich später nochmal. Da wird die Lea noch ein bisschen durchmoderieren. Und was dieser Fotocontest vielleicht auch mit Learnability zu tun hat oder mit eurer Learnability, schauen wir dann nachher. Jetzt gebe ich aber erstmal an Matthias weiter, weil uns wird jetzt auch nochmal interessieren, was für Fragen bei euch aufgekommen sind. Ja, die Katrin und Nadine haben so ein bisschen unsere Sicht beschrieben. Wir haben, wie gesagt, begeistert verfolgt, wie ihr auf unseren Input reagiert, was ihr uns noch mitgebt, interne Lernprozesse bei uns angestoßen. Wir wollen gleich alle zusammengetragenen Highlights aus der Co-Creation Challenge dann auch nochmal hier vorstellen und durch euch bewerten lassen. Bevor wir uns jetzt die gesammelten Ergebnisse anschauen, wollen wir nochmal die Chance nutzen, auch hier Raum zu geben für euch einen kurzen Bericht, wie habt ihr die Woche wahrgenommen und was waren so eure Takeaways, Haupterkenntnisse in dieser Woche? Vielleicht, Simon, sammeln wir ein bisschen über Meldungen über Telegram und Teams, beziehungsweise First Come, First Surf, wer sich dazu einmal hier freischalten und was sagen möchte, ist sehr, sehr herzlich eingeladen. Ja, Matthias, du hast für Feedback aufgerufen, also wie Teilnehmer, Teilnehmerinnen sozusagen die Woche wahrgenommen haben, oder? Die können sich jetzt im Chat melden oder direkt mit Mikrofon einschalten. Hallo, hier ist die Sigrun. Also für mich war das total spannend zu erleben, dass ihr mit einem, jetzt sage ich mal, Rohentwurf, also bitte nicht falsch verstehen, mit dem Rohentwurf hier in die Gruppe reingeht und sagt, hey, das haben wir uns überlegt, so könnte das sein. Und ihr
die Chance nutzt, die Community einzuladen, Rückmeldung zu geben und daraus zu lernen. Und damit auch gleichzeitig aber auch der Community eine Chance gibt, Dinge, die ihr jetzt schon in der Konzeption hattet, einfach auch abzuschauen. Also wirklich dieses gegenseitige Geben und Nehmen, voneinander lernen und einfach so, wie will ich denn jetzt sagen, ihr seid ein Autohersteller, wir sind ein Versicherer. Eigentlich passen so Sachen gar nicht zusammen, aber dann zu sagen, doch, wir lassen die Sachen jetzt einfach mal gemeinsam, ja, egal wer jetzt hier ist. Die einen sind reine Weiterbildner, die anderen sind vielleicht in Twitter-Funktionen da, wie auch immer. Also das war für mich so wirklich das Beeindruckendste an dieser ganzen Geschichte. Und es hat dazu geführt, dass als meine Kollegen und ich selber was überlegt haben, dass wir auch gesagt haben, jetzt machen wir es wie die Porsche-Leute. Wir gehen mal mit so einer Grobgeschichte rein, was wir im Kopf haben und holen mal von der Schwarm-Community, bei uns jetzt dann mal intern, einfach mal Impulse ab und schauen, wie die dazu stehen, was die noch so für Ideen dazu haben. Man muss nicht immer alles gleich selber komplett vordenken. Also dafür war das, finde ich, total gute Woche. Herzlichen Dank dafür. Ja, danke für den Eindruck, Sigrun. Spannend. Ich habe noch parallel jetzt im Chat ein bisschen reingelinst, dass die Leitfragen sehr geholfen haben. Das haben wir uns ein bisschen abgeschaut. Entweder Simon, das war deine Idee, oder es war das, was die ZF-Kollegen gemacht haben. Also das fand ich auch, hat gezeigt, dass dort die Diskussion sehr gut in die richtige Richtung ging. Und Markus schreibt, dass es relativ viele Aufgaben waren. Das kann ich mir vorstellen, dass wenn man sich den Anspruch hat, alle zu machen, dass das natürlich ein bisschen viel ist und der Donnerstag ein Ticken untergegangen ist. Da haben wir uns auch noch was für heute überlegt. Wie in der Schule oder in der Uni, Mut zur Lücke. Genau. Ich denke, wieso der Donnerstag vielleicht ein Ticken untergegangen ist und was jetzt halt so das Gesamtergebnis war, das wollen wir uns jetzt nochmal im Detail anschauen. Ich möchte, wie gesagt, auch gerne einfach nochmal dazu aufrufen. Wir werden nachher so einen kleinen Mini-Blog nochmal schalten, wo wir unsere Erkenntnisse zusammenfassen. Und da seid ihr auch herzlich eingeladen, euer eigenes Lernerlebnis oder Lernergebnis dieser Woche nochmal zu reflektieren und zu kommentieren. Da sind wir gespannt drauf, was ihr so insgesamt daraus mitgenommen habt. Ob es einfach Bedienbarkeit und Umgang mit Moral ist oder ob es halt bestimmt inhaltliche Themen sind. Da sind wir gespannt drauf. Jetzt im nächsten Schritt, wie gesagt, schauen wir uns doch im Detail mal die Co-Creation-Ergebnisse an und was im Moral passiert ist. Genau, also wir haben euch hier auch nochmal das Moral abgebildet. Ihr könnt die ganzen kleinen Post-its sehen. Es war wahnsinnig viel Traffic auf dem Moral. Vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Wir haben es am Anfang schon gesagt, es waren durchschnittlich immer um die 26, 27 Leute gleichzeitig online und haben sich beteiligt. Ihr habt auch strukturiert miteinander verbunden, ihr habt Kommentare dagelassen. Also wirklich Wahnsinn. Wir haben versucht, den Überblick zu behalten und immer so ein bisschen mitzulesen. Es ist wirklich schwierig gewesen, obwohl wir so ein großes Team waren bei Porsche, das sich um den ganzen MOOC gekümmert hat. Genau, ganz, ganz großes Lob an euch und vielen, vielen Dank für eure Beteiligung. Genau, und wir wollen jetzt natürlich mit den Ergebnissen, wie schon angekündigt, noch ein bisschen weitergehen mit euch. Wir haben uns gestern Abend nochmal nach der Abstimmung, die durch euch passiert ist, oder das Voting, uns nochmal zusammengesetzt und nochmal genauer reingeschaut, was waren denn jetzt immer so wirklich die 10 bestgevotetsten Beiträge und wollen jetzt nochmal mit euch in Live-Voting gehen mit den Ergebnissen. Genau, also ich mache mal weiter. Geht bitte mal auf menti.com über euren Desktop oder über euer Telefon. Und da kommt man direkt mit dem Code, der hier gepostet ist, mit der 920972, kommt man direkt auf unsere Umfrage. Ich hoffe, das klappt bei jedem. Die Miriam ist so lieb, wir teilen uns die Bandbreite. Anna zeigt PowerPoint, Anna macht Menti. Die Miriam ist so lieb und zeigt mal die Webseite und übernimmt den Bildschirm. Lass mal die Live-Ergebnisse sehen, ne? Genau. So, ihr habt auch schon abgestimmt. Genau, also wie Miriam gesagt hat,
10 haben wir rausgesucht und haben noch durch uns eure durch unsere ergänzt. Und man sieht schon ganz spannend, welche Ergänzungen ihr für die bestehenden Personas am wertvollsten findet. Zeit scheint ein Problem zu sein bei Antwort Nummer 5. Ich würde gerne ins Learning Lab gehen, aber wann soll ich das auch noch machen? Ich glaube, da ist eine große Übereinstimmung. Was wir auch ganz spannend fanden, die perspektive Ergänzung durch Vera Vorstand. Das werden wir uns auf jeden Fall auch mitnehmen. Und diese Persona im Konzept aufnehmen. Dass man dass die Reflexion des Verständnisses von Lernen auch noch in den Persona ergänzen sollte. Also das sind mit dem User-generierten Content haben wir auch, da zeichnet sich schon was ab. Zeit scheint ein Thema zu sein. Vera Vorstand, dann auch ein bisschen Konsumentenperspektive und die Reflexion scheinen eure Favoriten zu sein. Gut, die Hälfte haben abgestimmt. Wer noch mag, bisschen habt ihr noch Zeit. Und dann geht's weiter. So, dann tut sich nicht mehr so viel. Dann würde ich mal auf die nächste Frage gehen. Da habt ihr ganz tollen Input gegeben zu inhaltlichen Angeboten und Formaten. Da haben wir echt einfach nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt hier rausgesucht aus euren Votings und auch, was wir einfach spannend fanden. Und stimmt hier gerne nochmal ab, welche, ihr habt ja immer drei Möglichkeiten oder drei Votes, stimmt hier nochmal ab, was ihr da am wertvollsten fandet. Musst du wahrscheinlich dann gleich bei den oft genannten nochmal die Texte vorlesen, weil das ist recht klein in der Auswertung. Also ein klarer Favorit ist gerade auf jeden Fall Workhacks von Kollegen. Passt natürlich auch zu den Bedürfnissen, die ihr da noch hinzugefügt habt. Mehr user-generierter Kontext. Das passt natürlich hier sehr gut. Ich habe heute früh einen schönen Tweet. Ich glaube, die Kollegen, die Learn-Hacks machen, die sind gerade in Videodrehs, dass es zu den Learn-Hacks auch Videos gibt, kleine. Dann haben wir hier noch viele Worte lernen. Das fanden wir auch einen ganz spannenden Post. Also was, wenn ich schon ganz lange aus der Schule draußen bin und einfach erstmal wieder lernen muss, zu lernen überhaupt. Das scheint hier auch Anklang zu finden. Und wir wollen einen Lernmarktplatz noch schaffen. Und was ihr auch noch sehr wertvoll fandet, Offline- und Online-Lerncoaches. Das wollen wir auch tatsächlich so mit einbinden. Simon, wie viele Leute haben schon abgestimmt? 85, siehst du unten rechts. Ich glaub, das ist super. So um die ungefähr, wie es vorhin auch war, die mitmachen, genau. Hälfte. Genau. Sehr schön. Dann haben wir hier uns eure drei Favoriten, sind die Workhacks und das Format Lernen und nochmal einen Lernparkplatz, Parkplatz, Marktplatz. Dann würde ich gleich nochmal zur dritten Frage. Könntest du nochmal die Slide teilen, Simon, zur dritten Frage? Selbstverständlich. Sehr schön. Jetzt stimmen bitte nochmal ab, welche technische räumliche Infrastruktur sollte das Learning Lab bieten? Was waren da eure Favoriten? Da waren auch ganz, ganz tolle, finde ich, und sehr, sehr konkrete Ideen von euch auf Mural zu finden, die wir auch einfach nochmal überdenken werden. Wir haben schon über einige gesprochen, also das fanden wir einen sehr, sehr wertvollen Input von euch. Ja, die erste Stimme ist da, die ersten zwei. Sehr gut. Hoffentlich sieht es nicht so sehr nach Virusanhäufungen aus. Ich finde, das ist eine richtig coole Darstellung. Es ist ja blau, gefährliche Viren sind rot. Ah, stimmt. Das ist ein bisschen wie so ein Lesebild beim, ob man Rot-Grün-Schwäche hat, so ein bisschen. Wäre dann was für mich. So, okay. Also bis jetzt. Genau, Menti, Alfred schreibt Menti-Bombing im Chat, genau. Das ist auch tatsächlich im Mentimeter-Backend, sieht es auch noch ein bisschen differenzierter aus. Also sieht man klarer die Cluster. Wenn wir nachher den Screenshot machen, dann sieht man das besser. Also wir können ja auch, wie gesagt, in unserem Abschlussblog da die Ergebnisse dann auch mit euch teilen. Ne? Also ja. Die, die jetzt nur zuhören, man kann das dann auch online nachher noch. Der Martin schreibt im Chat, was sehen Sie in diesem Bild? Das ist wie so eine Tintenklecks-Frage, psychologischer Test. Aber es scheint schon 21%, die Hälfte stimmt jetzt für das Lab als Hybrid aus Leben, Lernen und Arbeiten. Also
Lifelong Learning Lab. Wohnheim, Community, genau. Sehr schön. Sehr schön. Dann würde ich sagen, also alle Ergebnisse bekommt ihr nochmal bereitgestellt, wie gesagt, in unserem Blogbeitrag, den wir um 15 Uhr live schalten wollen. Und da könnt ihr euch das dann einfach auch nochmal in Ruhe genauer durchlesen, wie ihr abgestimmt habt. Dann würde ich zu unserer letzten Frage gehen. Ihr habt jetzt schon sehr, sehr viel Input geliefert bekommen und auch selber geliefert, habt euch viele Gedanken gemacht zum Thema Learning Lab. Ihr habt eure eigenen Vorstellungen über die Woche auch aufgebaut und wir wollen jetzt einfach euch mal fragen, wenn ihr dem Learning Lab, unserem Porsche Learning Lab, jetzt ein Motto geben würdet, welches der dann? Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, in der Open-Ended-Question auf Mentimeter einfach ganz wild mal ganz kreativ in die Tasten zu hacken und einfach, was fällt euch ein, was wäre für euch das richtige Motto? Herzblut taucht auf, finde ich ja schon ganz beeindruckend, dass wir es geschafft haben, mit unseren Vorstellungen der Kulturelemente hier auch in der Community anzukommen. Es sei denn, es ist ein eigener Kollege gewesen. Im Chat schreibt die Katrin noch 911 Ways of Learning. Das ist auch sehr cool. Ja, ich habe es gesehen, das fand ich cool, ja. Und auch das zeigt einfach, das sollten wir definitiv öfters machen. Das sollten wir auch, und das sind auch Sachen, die wir fürs Interne lernen. Also wenn wir uns zu sechs irgendwie zusammensetzen und überlegen, wie können wir das nennen, dann kommen da zwar gute Ideen zusammen, aber mit Sicherheit sind wir einfach auch sehr eingeschränkt. Und jetzt kriegen wir hier mal eben von euch, von Learning Experience Lab über Lernmanufaktur, mega spannende Ideen. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich würde vorschlagen, lass uns noch ein bisschen offen, weil das wird ja immer besser. Simon, was hältst du davon, wenn wir es einfach weiter offen lassen und wir trotzdem schon mal an Katrin übergeben, gerne, ja, im Hinblick auf die, ja, Zeit? Dann würde ich gerade mal wieder meinen Bildschirm teilen und ihr könnt gerne einfach da weiter eure Ideen einbringen. So, ich hoffe, ihr seht meinen Bildschirm wieder. Ja. Und dann mute ich mal und Katrin, dann ist es jetzt your turn. Okay. Ja, eigentlich hatten wir überlegt, jetzt noch ein viertes Voting zu machen zu euren eingesendeten Fotos in unterschiedlichster Art und Weise. Teilweise kamen jetzt heute Morgen noch welche nach. Bitte entschuldigt, dass wir sie jetzt noch nicht mit aufgenommen haben. Das war jetzt ein bisschen knapp. Wir haben uns dagegen entschieden, das voten zu lassen und vor allem einfach einen Hintergrund. Und zwar haben wir gesagt, Lernen ist eigentlich so persönlich und es sind alles eure persönlichen Lernkriterien, Lernerfolge, dass jedes einfach seine Berechtigung hat. Und warum haben wir das Ganze eigentlich gemacht? Vielleicht könnt ihr im Nachgang auch nochmal oder parallel im Chat auch nochmal ein kleines Feedback geben. Wir haben am Montag berichtet, dass wir teilweise auch Team-Workshops anbieten zum Thema smarter, agiler Lernen im Team und steigen da mit einer Übung ein, dass wir die Teilnehmer fragen, was sind eure letzten erfolgreichen Lernergebnisse gewesen? Und wir erleben da einen ganz, ganz positiven Spirit bei den Lernern, wenn sie an ihre Lernergebnisse denken. Und für uns ist das eigentlich eine ganz tolle Übung und auch ein Teil von Learnability eigentlich. Und wir überlegen, ob wir vielleicht diese Fotosession intern noch weiterleben lassen, damit jeder nochmal über sein eigenes Lernerlebnis reflektieren kann. Und deswegen würde uns jetzt erstmal euer Feedback interessieren. Findet ihr das gut? Wie kam das bei euch an? Vielleicht Hallo, hier ist Phoebe. Hi, ja. Phoebe. Also ich fand das eine mega tolle Idee und das war mein allererster Impuls, dass man sowas also intern auch total toll machen kann, um so genau so eine Lern-Community auch sichtbar zu machen. Also ich glaube, im Unternehmen fehlt es immer so an Sichtbarkeit. Es sind so Einzelpersonen, die ganz aktiv sind, auch in den Communities, aber die mal so auf so ein Plakat zu bringen, war mein allererster Gedanke für mich, den ich selbst auch mitgenommen habe aus der Aktion. Vielleicht in Anbetracht der Zeit noch eine weitere Rückmeldung und dann schauen wir in den Chat rein. Ich sehe gerade schon, im Chat kommen ganz viele Rückmeldungen auch noch. Genau. Julia schreibt, genial, schnell umsetzbar. Na, die Telegram-Gruppe bleibt ja auch offen, da kann man sehr leicht Bilder reinposten, die man dann auch unter dem Reiter Medien alles sehr schön abrufen kann. Also während der ganzen MOOC-Karton-MOOC-Camp-Laufzeit können da gerne noch weitere Bilder dazukommen.
Genau, die Erfahrung, Pipi, vielleicht würde ich auch nochmal, die wir gerade machen, ist, dass Lernen wirklich was Persönliches ist. Was wir jetzt im Nachgang vielleicht noch ein bisschen justieren würden, ist, dass es nicht zwingend ein persönliches Bild sein muss, sondern irgendein Bild einfach, was man mit Lernen verbindet, weil sich, glaube ich, nicht jeder zeigen möchte. Und das muss man ja auch nicht. Das ist gerade. Ja, und du hast das Betriebsratsthema nicht so schnell. Genau, genau. Okay, also da vielen Dank und wenn ihr noch Interesse habt, weitere Bilder zu schicken, wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Jetzt haben wir ganz viel über das Thema Lernen, Lernräume, virtuelles Lernen gesprochen. Ich würde ganz gerne an den Bastian aus dem Fachbereich weitergeben, um wirklich mal einen Einblick jetzt zu kriegen, wie sehen bei uns bei Porsche virtuelle Lernräume konkret aus. Genau, super. Also erstmal vielen Dank, genau. Ja, virtuelle Lernräume, was haben wir da gemacht? Es ist so, dass wir zuständig sind für die Schulung, für die Qualifizierung des Handels und ihr habt sicherlich alle mal von einem Service-Kernprozess gehört. Das ist im Endeffekt der Prozess, der jetzt in unserem Fall in einem Porsche-Zentrum an der, ja, hinter diesem Fahrzeugdurchlauf steht. Und wir hatten uns überlegt, wie kann ich denn so ein trockenes Prozessthema irgendwie sexy verpacken und irgendwie interessant vermitteln. Dann kam uns die Idee, ja, wir könnten das ja im Rahmen eines Serious Gamings machen. Und dadurch sind wir dann auf einer Messe, haben die Firma Tricat kennengelernt und haben uns dann dafür entschieden, nachdem wir mal geschaut haben, was so die anderen Hersteller machen, also Audi nutzt das Tool auch, und haben uns dann dazu entschieden, das umzusetzen für unsere Qualifizierungen. Genau, und es ist so, wir haben uns dann dieses virtuelle Porsche-Zentrum, ihr seht es im Hintergrund, also ich stehe da gerade davor oder sitze davor, haben uns das mal aufbauen lassen und programmieren lassen. Und werden das so gestalten, dass der Nutzer im Endeffekt in einen Avatar schlüpft und zum Beispiel einen kompletten Arbeitstag im Rahmen dieses Service-Kernprozesses in seiner Jobrolle durchläuft. Damit haben wir natürlich mehrere Effekte. Erstmal, wir können auf relativ schnellem, einfachen Wege dem Lerner, dem Nutzer die Inhalte vermitteln, spielerisch vermitteln. Wir kriegen das relativ schnell umgesetzt und wir können es ganz schnell in die Fläche bringen. Das Ganze wird als Selbstlernszenario ausgestaltet. Das heißt, im Endeffekt kann da jeder jederzeit drauf zugreifen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, dieses Tool für Konferenzen zu nutzen, für irgendwelche Workshops. Das heißt, ich kann da im Endeffekt auch wie jetzt in Vitero oder in Teams ganz normale Besprechungen abhalten. Ich kann mir meine Räume selbst gestalten, kann da mit Flipcharts arbeiten, mit Post-its und kann dann da richtig in einem Workshop-Charakter arbeiten. Das war so die Idee, dieses Tool zu nutzen im Bereich, ja, des Lernens erstmal, und durch die Corona-Geschichte geht es jetzt noch weiter, dass wir es auch für Konferenzen und diese Dinge nutzen. Genau. Ich hatte dann zwei Leitfragen noch gestellt. Und zwar, gerade wenn wir an das Lernen denken, welche Lerninhalte seht ihr denn jetzt als besonders geeignet, um in einer virtuellen Lernumgebung das zu vermitteln? Also mir oder uns ist schon bewusst, dass man sicherlich nicht alle, vor allem praktische Umfänge, eine Motorinstandsetzung, die kann ich jetzt nicht bis ins Detail in der virtuellen Welt trainieren. Ich kann aber sicherlich Basiswissen dazu vermitteln. Oder welche sind komplett ungeeignet? Und die zweite Leitfrage war, welche Chancen und Risiken seht ihr denn bei einem breiten Einsatz, wenn ich das jetzt für Konferenzen, national, international oder dann wirklich für Trainings einsetze? Genau, so viel mal zu diesem Tool, was wir aktuell noch in der Pilotphase verwenden, aber auch zukünftig ausrollen wollen. Habt ihr noch Fragen dazu? Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auf die Leitfragen vielleicht einfach noch ein bisschen Input uns geben könntet. Genau, vielleicht hat der ein oder andere am Wochenende ein bisschen Zeit, bevor es nächste Woche weitergeht. Den Link zu deinem Blogbeitrag, aber wir kriegen hier auch schon noch ein paar Fragen dazu. Mhm. Julia hat gefragt, ob eure Tore für Besucher anderer Personalentwicklungen offen sind, so im Sinne von Watch and Learn. Kann man mal reinschnuppern? Dadurch, dass wir noch in der Pilotphase sind,
Erstmal nicht, kann man sicherlich aber auch zukünftig mal drüber nachdenken. Okay. Ja, hier ist der Klaus. Ich sehe gerade, ihr habt auch Tricard verwendet. Wie? Genau. Genau. So Konferenzen gehen ja auch durchaus. Mit wie vielen Teilnehmern habt ihr da Erfahrung, mit wie vielen Teilnehmern das ging? Also wir machen die Konferenzen bis maximal, also pro Session maximal 60 Teilnehmer. Das ist jetzt mal so das, was wir ohne Probleme im internationalen Umfeld stemmen können, ohne dass es zu Problemen mit der Bandbreite kommt. Also wir haben so Workshops gingen durchaus mit 15 bis 30 sehr gut. Also wie gesagt, wir bekommen das mit 60 hin. Das ist aber dann auch wirklich mal so die Obergrenze, die wir nutzen sollten zum aktuellen Zeitpunkt. Und dazu, also wir hatten immer einen technischen Begleiter, damit sich die Präsentatoren oder die Workshopleiter sich ganz auf ihre Rolle konzentrieren konnten. Genau, also das machen wir jetzt zu Beginn auch. Wir wollen aber natürlich die Nutzer, vor allem auch unsere Trainer dann im Handel, so weit qualifizieren, dass die das Tool komplett selbstständig bedienen können. Natürlich haben wir einen Support hinten angestellt, der im Bedarfsfall unterstützt. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung von mir, Thorsten Fell. Das ganze Thema virtuelle Lernumgebung, sprich 3D-Umgebung am Bildschirm, was ja hier auch gezeigt worden ist, das ist ja in dem Sinne keine Virtual Reality oder sowas, sondern das ist eine 3D-Umgebung am Bildschirm. Ja. Da gibt es mittlerweile Tools, sogar Open Source, die im Prinzip zur Verfügung gestellt werden. Ich war jetzt vorletzte Woche bei Lava Worlds, das waren 600 Teilnehmer, ein Kongress mit mehreren parallelen Bühnen. Die haben ein Tool Virabella benutzt dazu. Das kann man mittlerweile ganz gut einsetzen. Aber wie gesagt, das ist eine 3D-Umgebung am Bildschirm. Ja. Ich sehe im Moment tatsächlich den Einsatz eher tatsächlich in Meetings, wenn überhaupt. Was noch ganz spannend im Moment in der Entwicklung ist Mozilla Hubs natürlich. Da gibt's oder gab es jetzt sogar einen Wettbewerb in Bayern, wo man 3D-Räume einreichen konnte und die bewertet worden sind und ausgezeichnet worden sind, weil man kann in Mozilla Hubs selber 3D-Räume erstellen mit einer Open-Source-Programmiersprache. Das Tool ist kostenlos, das heißt, es ist zumindest eine gute Alternative für den einen oder anderen. Aber ihr habt ja auch in euren Szenarien eine richtige VR-Umgebung noch gehabt. Ich weiß nicht, ob er noch zu sprechen drauf kommt. Aber das hat ja, wie gesagt, nichts miteinander zu tun, weil die Aussage, dass man natürlich in einer virtuellen Umgebung keine technischen Sachen machen kann, da bin ich da ein bisschen dagegen. Nee, so war das nicht gemeint. Also es gibt sicherlich Inhalte, die kann ich da nicht vermitteln. Wir haben jetzt aber aktuell in der Entwicklung ein technisches Selbstlernszenario, da geht es um das Thema Assistenzsysteme einstellen. Also man kann sicherlich, aber wir können nicht alles. Also alles ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll. Wir haben aber technische Selbstlernszenarien. Und ganz kurz nochmal, wir haben es jetzt zu Beginn als Desktop-Version ausgelegt, weil wir einfach in den Handel gehen damit und wir können nicht von jedem PZ verlangen, dass die sich einen VR-Raum aufbauen. Das sind ja unglaubliche Kosten, die da auf die zukommen. Das Tool ist aber so entwickelt, dass wir es auch mit einer Brille benutzen können und wir können es auch auf allen mobilen Endgeräten nutzen. Das ist so der Hintergrund, warum Desktop-Version. Ja, das ist per se bedingt richtig. Also meine Information ist, Tricard nicht vollständig Multi-User VR-fähig, aber das sei mal dahingestellt. Das Thema VR-Kollaboration ist natürlich ein Riesenthema im Moment. Wie gesagt, ja. Ich bin fast jeden Tag mittlerweile in VR, internationalen Konferenzen dabei. Das passiert natürlich einiges. Eine VR-Brille kostet 400 €. Damit kann ich vollwertig Roomscaling machen. Audi macht das ja schon auch im Verkauf. Ja. Seit einiger Zeit, und das ist ja auch ein Thema, wo ihr bedingt einsetzt, ja auch in den Kundenprozessen schon. Genau, ja. Also sag mal, es gäbe schon Möglichkeiten, auch im Sales-Bereich mit Kunden dort Dinge zu machen. Genau. Audi hat jetzt den e-tron komplett per Augmented Reality im Verkauf unterstützt. Ja. Ja, genau. Das ist gerade eine
interessante Aktivität. Ja. Ich kann nur ermutigen, das VR und AR-Thema vollwertig anzusehen, weil insbesondere in eurer Branche ist das natürlich ein Riesenthema. Ja. Aber es gibt auch viele andere Branchen, die sowohl Softskill wie technische Sachen mittlerweile existieren. Ja. Und da kann ich nur zu ermutigen. Genau. Und sehr gut, okay. Also wie gesagt, wir haben dieses Tool eigentlich eingekauft, um technische und nicht technische Selbstlernszenarien zu vermitteln. Dieses ganze Thema Konferenzen kommt jetzt einfach durch die Corona-Krise. Da wollen jetzt natürlich alle drauf, wenn wir schon mal so ein Tool intern haben. Das war nicht die Zielgruppe. Es ist natürlich jetzt schön, das dafür auch nutzen zu können. Aber ich muss sagen, Klaus nochmal, das hat ganz gut geklappt. Also wir haben wirklich 2 Tages-Workshops auf 3x, 4x halben Tag gemacht. Und das war wie ein Präsenz-Workshop. Also das haben alle Teilnehmer und haben halt alle gut gefunden, damit sie nicht 1000-mal anreisen müssen. Und so. Also es war, man hat sich wirklich wie ein Teilnehmer in einem Kurs gefühlt teilweise. Ja. Ja, das wollten wir ja auch durch dieses Porsche-Zentrum, das wir virtuell nachgebaut haben, denen auch einfach das Gefühl zu geben, dass sie in der Porsche-Umgebung sind. Natürlich kann ich in jeden beliebigen 3D-Raum, aber es ist halt trotzdem was anderes, als Porsche-Mitarbeiter in einem Porsche-Zentrum in einem virtuellen geschult zu werden. Das ist, glaube ich, schon nochmal einfach was anderes. Sind auf jeden Fall, wie Bastian gesagt, spannende Diskussion und große Nachfrage aktuell. Ja. Wir haben das als sehr klassisches Beispiel eines virtuellen Raums und einen anderen Blogbeitrag, wo wir euch noch kurz ein bisschen zu abholen wollten, eine andere Form von virtuellem Raum im weitesten Sinne, haben wir in der Führungskräfteentwicklung im Handel. Und da wollten wir auch noch kurz einmal auf den Blogbeitrag und die Leitfragen dazu eingehen. Alles klar, genau. Mein Name ist Franzi. Ich bin aktuell als Praktikantin in der Vertriebsqualifizierung und ich freue mich heute ein kleines bisschen noch einen Einblick zu geben über das Blended Learning bei PLMP. PLMP ist das Porsche Leadership and Management Program von Porsche und es ist ein innovatives und kompetenzbasiertes Blended Learning Programm. Das wurde für die Führungskräfte in den Porsche-Zentren weltweit entwickelt und als Zielgruppe haben wir hier die Sales- und After-Sales-Manager der Handelsorganisation weltweit definiert. Und die Lerner durchlaufen das Programm für circa 18 bis 24 Monate. Das Ganze startet mit einem Assessment Center, in welchem individuelle Lernerbedarfe festgestellt werden und schließt dann mit einem Zertifizierungsverlauf zum zertifizierten Porsche Vertriebs- und Serviceleiter. Insgesamt werden mit dem Programm ca. 2000 Lerner erreicht in über 20 Ländern. Und PLMP bereitet seine Teilnehmer auf die zukünftigen Herausforderungen und die veränderten Kundenbedürfnisse vor und steht somit als maßgeschneidertes Qualifizierungsprogramm zur Verfügung. Es ist sehr lernerzentriert und zukunftsorientiert und das kompetenzbasierte und selbstorganisierte Lernen steht hier im Mittelpunkt. Die Teilnehmer lernen sowohl individuell als auch gemeinschaftlich und sie lernen im virtuellen Raum und on the job. Man sieht also, Lernerzentrierung und die Zukunftsorientierung steht im Mittelpunkt für uns. Der Lernprozess ist aufgegliedert in 4 verschiedene Phasen und umfasst vielfältige Lernmethoden, die die unterschiedlichen Bedarfe der Lerner abdecken. Und zum einen wird hier eine Kombination aus E-Learning, Community-Learning und auch Präsenzveranstaltungen genutzt. Die Lerner haben ein individuelles Arbeitsbuch, welches sie nutzen können. Sie erstellen und erarbeiten Praxisprojekte. Sie nehmen an virtuellen Workshops teil und für den Verlauf des Programms ist ihnen ein Coach zur Seite gestellt. Und welche Tools wir da für die Umsetzung der Lernmethoden nutzen, das könnt ihr in unserem Blogbeitrag auch nochmal nachsehen. Die Leitfragen sind hier auch nochmal zum Nachlesen aufgeführt. Ihr habt sie jetzt ja gerade auch auf den Slides. Wir wollen sehr gern von euch wissen, welche Kombination von den Lernmethoden ihr bei der Führungskräfteentwicklung nutzt, welche Methoden von den Lernern dabei den größten Zuspruch erhalten und welche Tools und Anbieter ihr bei der Umsetzung nutzt. Und ganz besonders interessiert uns hier auch, wie ihr insgesamt Blended Learning Programme bei euch gestaltet. Und wir freuen uns auf den Austausch mit euch auf unserem Blog. Und ich möchte hier auch schon mal einmal
für die bisherige Beteiligung danken und würde auch gerne auf die bisherigen Kommentare kurz eingehen. Und zwar hat Renate mit uns ganz spannende Einblicke in ihre Blended Learning Erfahrungen geteilt. Und hier können wir nur zustimmen. Wir erleben ebenfalls, dass die Präsenztrainings nach wie vor immer noch sehr beliebt sind. Und was wir eben an der Blended Learning Mischung so toll finden, ist, dass wir alle Methoden in entsprechendem Maß anbieten können, um somit dann auch alle Teilnehmer wirklich zufriedenzustellen und ihnen einen guten Mix zur Verfügung zu stellen. Und auch Simone möchte ich einmal danken. Sie hatte einen ganz tollen Vorschlag, und zwar, dass man in das Blended Learning im Tagebuch, wir haben auch wie so eine Art Tagebuch in unserem individuellen Arbeitsbuch der Lerner, aber Simone hatte vorgeschlagen, dass man hier durch kleine Anreize wie Reflexionsfragen oder auch kleine Challenges mit anderen Lernern die Motivation zum Lernen aufrechterhalten kann und hier so ein bisschen mehr Motivation erzeugen kann. Und Markus hatte auch noch mal eine Frage gestellt. Hier ging es um die genaue Zielgruppe von unserem Programm. Ich hoffe, dass ich das beantworten konnte. Also es sind ist die Handelsorganisation und unsere Zielgruppe sind eben die Sales- und After-Sales-Manager in diesem Bereich. Genau, und wir freuen uns natürlich auf weiteren Input und auf weitere Antworten auf unsere Leitfragen. Sehr gut, also schaut euch gerne die ganzen Blogs nochmal an. Da sind durchaus noch einige Learning Nuggets verlinkt. Ja, vielen Dank euch. Weiß nicht, Matthias, habt ihr noch was? Oder? Nee, das war unser Dank dann würde ich sagen, an die Beiträge und Zusammenfassung nochmal der anderen Beiträge. Kleinen Ausblick ist halt einfach, glaube ich, deutlich geworden. Wir arbeiten da kontinuierlich dran, haben viel gelernt, nehmen viel mit. Danke an dich, Simon, für die Unterstützung und danke an alle, die da so tatkräftig mitmachen, auch intern. Es macht viel Spaß und wir sind auch ehrlich gesagt angefixt und freuen uns jetzt auf die Woche mit Fiesmann. Dann würde ich sagen, genau, bevor wir auf die Fiesmann-Woche gucken, wer will, kann gern kurz sein Mikrofon aufmachen und einfach dem ganzen Porsche-Team, der es die Woche gerockt hat, einen kleinen Applaus geben. Das ist immer noch schöner als im Chat. So, dann schauen wir mal. Ja, perfekt. Schauen wir mal, ob von Fiesmann jemand da ist. Ich weiß, der Steffen Peter oder Stefan Hofmann gestalten da die Wochen. Machen wir schon mal fertig. Ihr seid beide da, perfekt. Ich habe hier schon mal die Übersichtsseite aufgemacht und zeige euch mal hier die Fiesmann-Seite und erzählt uns mal ein bisschen, was uns nächste Woche dann erwarten wird. Jo, Stefan Hofmann spricht. Ich teile mal meinen Bildschirm. Gut, ja. Weil wir haben da ein bisschen was für euch vorbereitet. Ja, 3,5 Minuten. Ja, das Thema unserer Woche wird sein Lost in Space oder wo finde ich den richtigen Lernraum, der fehlt für unsere Marktpartner. Das kommt am Montag nochmal genauer, mit wem ihr redet. Wir sind Steffen Peter, das pädagogische Gewissen der Akademie und ich, das Ingenieursmäßige. Fiesmann ist eine Familienunternehmen mit 12.000 Mitarbeitern weltweit, hauptsächlich in Westeuropa, in vierter Generation fest in Familienhand, mit einem sensationellen Wachstum seit 2008, nämlich 55%, mit 120 Niederlassungen in 74 Ländern und 2,65 Milliarden Umsatz im letzten Jahr. Und was wir teilen, ist so ein gemeinsamer Zweck der Existenz, Purpose. Und wir sind dafür da, Lebensräume für diese und zukünftige Generationen zu schaffen. Und wir arbeiten im Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Energiebereich. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf einen kleinen Perspektivwechsel, weil wir werden jetzt mal einen Zielgruppenwechsel vorgehen. Wir sind ja im Business-to-Business-Geschäft unterwegs. Das heißt, wir verkaufen direkt an Installateure und Elektriker und die verkaufen an den Endkunden. Und diese drei Gruppen haben wir uns mit dem Marketing untereinander aufgeteilt. Das heißt, die Akademie kümmert sich hauptsächlich um die Mitarbeiter und die Handwerker. Das Marketing auch um die Handwerker und nur ein bisschen um die Mitarbeiter. Ein bisschen Employer Branding fällt da immer dabei ab. Wir sind beide im Sales angeordnet, insofern nehmen wir uns da das Brot nicht weg.
Wir machen eine Menge Präsenzschulungen. Wir haben in unserem Infocenter in Allendorf 30.000 Besucher im Jahr. In den Niederlassungen in Deutschland 15.000 Schulungen, 45.000 Schulungen, also Präsenzschulungen tatsächlich jedes Jahr. Davon ist 30% ungefähr, also ein knappes Drittel Mitarbeiter und etwas mehr als ein Drittel sind Marktpartner. Seit ungefähr 7 Jahren bieten wir jetzt auch verstärkt Online-Formate an. Und auf den verschiedenen Kanälen seht ihr ja selbst, wir haben allein auf den wissensbasierten YouTube-Kanälen weltweit über 300.000 Kontakte. Unser Ziel ist, dass wir in den nächsten 2 Jahren die Millionengrenze an Lernerkontakten noch übersteigen. Ja, jetzt aber die Herausforderung. Wir schulen Handwerker und wir haben da eine sehr starke Klassifizierung gemacht, haben 5 Eigentümer und 6 Mechaniker-Persona gebildet, haben die alle intensiv befragt und es kommt raus, 75%, mehr als 75% unserer Zielgruppe hat eine sehr passive Lerneinstellung. Sie sind teilweise lernbereit, aber man muss sie zum Jagen tragen. Ein sehr traditionelles Lernverständnis, also bei der Befragung, bei den Erfolgsfaktoren, korreliert eins sehr gut, wenn wir unsere Trainings anschauen. Je besser das Essen bewertet wird, umso besser wird das Gesamttraining bewertet. Und wenn es kein Fleisch gibt, wird das Essen nicht gut bewertet. Du Stefan, ich würde es so ein bisschen als Teaser jetzt nehmen, weil die letzten 2 Minuten, die brauchen wir noch. Genau. Ich denke, im Detail werden wir das dann nächsten Montag in der Live-Session hören, oder? Genau. Und die Challenge ist einfach, wie gestalten wir für Leute, auf die wir keinen direkten Zugriff haben, die Lernräume? Und wie helfen wir ihnen, da aktiv auch ihren eigenen Lernpfad zu finden? Und da freuen wir uns auf euch. Die Seite ist live. Ihr könnt schon mal ein bisschen gucken, wer wir sind, was wir tun. Und wie ich jetzt den Bildschirm unshare, das muss man mir vielleicht noch mal erklären. Ich klaue dir den gleich, genau. Perfekt. Super, vielen Dank. Freuen wir uns auf eine spannende Woche, auch nächste Woche. Vielleicht ganz kurzer Hinweis nochmal, der Name MOOCcamp kommt ja daher, dass wir jetzt im Anschluss, also ab 14 Uhr, euch einfach die Möglichkeit bieten, nochmal eine Dreiviertelstunde, also 14 Uhr bis 14.45 Uhr, nochmal Barcamp-Sessions zu machen, wenn ihr das wollt. Das läuft komplett selbstorganisiert, also da stellen wir keine Videokonferenzen oder Themen zur Verfügung. Da ist ja dieses Pad verlinkt, was ihr hier seht, ne? Da sieht man auch aus der letzten Woche die Sessions von der letzten Woche, da gab es 5 Stück. Diese Woche gibt es noch gar keine, außer einem Lerngruppentreffen. Also falls da jemand noch Lust hat, geht einfach auf die Seite mal drauf, tragt da noch eine Session ein. Wenn sie zu kurzfristig ist, postet das vielleicht in Telegram. Oder falls jemand sagt, ich mache eine Session noch, die steht aber noch nicht, dann könnt ihr jetzt auch noch schnell reinrufen oder in Chat posten oder auf Telegram posten. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank euch allen. Vielen Dank an Porsche nochmal für die spannende Woche. Vielen Dank an alle Teilgeberinnen. Vielen Dank an Fiesmann. Danach haben wir noch eine interessante Woche auch mit Quality Minds und dann die Abschlusswoche. Also 3 Wochen liegen noch vor uns. Wünschen wir uns allen viel Spaß dabei und jetzt ein schönes Wochenende, eine lernreiche nächste Woche und dann bis Montag um 13 Uhr. Macht's gut. Danke dir, Simon. Gell? Macht's gut. Tschüss, macht's gut. Ciao. Tschüss, schönes Wochenende. Vielen Dank. Ciao. Bis dann. Ciao.